Ah, die haben wir auch schon gespielt, glaube ich. Die haben auch schon gespielt, glaube ich. Junge, die haben wir schon 100 Mal gesehen. Und damit ist eigentlich die einzige Map. Ist eigentlich die einzige Map, die wir spielen. Das ist die einzige Map. Okay. Diesmal bleibe ich oben. Mal gucken, wie lange ich oben bleibe. Wahrscheinlich nicht. Junge, ich wurde direkt schon geschubst. Das war's. Ja, du schon warst ja noch gar nicht. Du warst ja gar nicht los und du fliegst. Yo, ich bin schon mal weiter als letzte Folge. Und ich flieg einfach durch die Stange komplett zurück. Schmutz. Und ich bin noch oben, Alter. Ich bin die ganze Zeit oben geblieben. Holy shit. Oh ja, ich gehe wieder mit hoch. Genau. Ist das noch los? Ich bin immer noch Alter, oben. Alter, hat er mich gerade gegrabt? Nein! Junge, dieser Sprung, aber ich war echt lang. Oh, ich habe ihn gerade noch geschafft, dieser Sprung. Der war echt schwer. Oh, ich hab's mal bis zum Ende. Also ich bin einmal zurückgekommen natürlich. Alter, ich bin in das Fall Guys Logo gesprungen. Ich dachte, ich werde gleich abgeprallt, aber du kannst zum Glück einfach da durchspringen. Er ist fast gefolgt, Alter. Fall Guy. Ich bin durch, ne? Also. Gerade wir sind 10. von 20, ja. Easy. Sind ja mittlerweile auch Veteranen. Ne? Für Leute, die 500 Stunden haben. Die besten Fall Guys Spieler der Welt. Top 20%. Wir werden tatsächlich Fall Guys E-Sportler. Ich weiß nicht, also wir haben schon einen Vertrag mit Microsoft. Microsoft? Wir färben schon mal die Haare blau so. So. Ich färbe mir ich kann schon nicht Deutsch reden. So die Haare blau und CC färbt sich dann einfach orange. Rosa, Hot Pink. Hot Pink, Hot Pink, Alter. Bisschen geht raus. So. Big Fans, ja, das denke ich mir. Ja. Und dann sind wir ja schon richtig retro. Retro. Eigentlich passt retro. Das voll, ne? Eigentlich genau. So rosa Haare so und irgendwie ist das schon retro. Retro, weil Ninja schon Geschichte ist. Ich finde diesen Kleidungsstil retro so seltsam. Ich weiß, es einfach von früher ist, aber das möchte ich nicht mit retro verbinden. Wir brauchen einen Bandana und dann müssen wir noch sagen, ihr müsst das Spiel schon ernst nehmen. So, perfekt. Oh mein Gott, Alter. Sind die ultimativen Gamer. Ja, vielleicht sollten wir versuchen, etwas schneller zu sein. Ja, zu warten. Ich warte hier in aller Ruhe, vergesst, dass das ein fucking Rennen ist. Ein Rennspiel, ja. Ein Rennen, Gary! Schon mal davon gehört! Miau, genau. Miau, Bruder. Miau. Das ist aber ein Rennen, Gary. Du hast gestern eine Schnecke geklärt. Nein, ich bin runtergefallen, ich bin gestorben, das war's. Tschüss, bitte. Gerade so geschafft, holy shit. Ja, also ich weiß nicht, was du da mit mir da redest. Ich kenn das nicht, ich bin immer der Krasseste. Okay. Also ich komme bisher ganz gut durch. Wir sind ja mit ziemlich wenigen Leuten hier vorne. Also so 10, das ist relativ wenig. Ich kam mal gut durch. Und dann hat man mich fast geschubst, du ein Arsch. Ah, ich warte hier kurz. Ich hätte einfach durchlaufen sollen. War es halt dumm. Junge, hör doch auf zu schubsen, mein Gott. Ich bin da. Ich bin noch lange nicht da, aber... 10. Oh, Top 14 durch, okay. Ey, du kannst über die Mitte springen. Ja, du kannst auch darüber springen. Und du wirst ja nicht runtergeschützt. Okay. Okay, das ist... Ja, okay. Okay, ja. Ja, ja locker war es jetzt nicht. 13. Junge, die haben ja gar keine Punkte. Musik, Junge. So Trap. Jetzt macht der! Hä? Alter, ich glaube, das ist einfach ein kleiner Anzeigelag. Junge, dieses grelle Blaue gefällt mir doch sehr. Das ist eine Wohltat für meine Augen. Ein ja, wahrer Grellblau-Konnoisseur. Ich mag dieses Blau wirklich sogar. Und dann merkt man, dass jemand zum ersten Mal spielt. Wahrscheinlich, weil er noch gar keine Accessoires hat. Ja, was für ein Lappen, Alter. Stell dir vor, man ist ein Noob. Ah. Ja, Mann. Wir vor einer Woche. Ja, jetzt schon Pros. Das sagt viel über unser Skill-Level aus, so ganz ehrlich. Ja, die Hälfte ist wieder raus. Und wir sind noch da? Wir sind noch da! Das zeigt mir, wir sind einfach überlegen. Wir sind einfach Übermenschen. So. Ja, Mann. So, jetzt kommt Logic. Okay, Survival. Was ist das, Junge? Das habe ich schon gespielt tatsächlich. Die Platten verschwinden, da kommen riesige Schneebälle. Ich glaube, du hast 2 Schichten unten, ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Alter, und ich glaube, es ist ein bisschen rutschig, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau.
Das ist auch gar nicht so einfach. Am Anfang ist es super einfach und dann wird es schwer. Nee, das ist eines dieser Games, wo ich wahrscheinlich verlieren will. Ja, ich auch. Also das ist schon mal ganz wahrscheinlich wirklich auch. Ach, und die Grünen, die... Oh nein, ich bin gefallen! Bist du nicht raus, oder? Ja, direkt das erste Mal bin ich eingeworfen, doch. Oh mein Gott. Ich bin auch fast down gewesen gerade. Ich war gerade getroffen worden. Und ich lag auf Eis. Das ist so lame, holy shit. Ich glaube, wir haben schon... Ich glaube, das war's halt schon. Nein, ich bin noch da, Mann. Ich bin der krasseste. Ja, aber egal, ich glaube, egal wie viele Punkte du holst. Ja, das glaube ich halt auch. Einer ist einfach runtergefallen, richtig dumm. Da konnte ich jetzt mal wirklich nichts für. Ich stehe einfach hier rum und mach gar nichts und es funktioniert. Ja, das ist so scheiße, und da wird dann was gebrochen und dann. Ja. Weißt du, die können dich graben und runterschubsen, ne? Ja, aber das tut keiner. Nein! Okay. Nein! Oh, ich lebe! Er lebt noch! Hast du das gesehen? Ja, ich hab's einfach gesehen. Volltreffer einfach. Ja, wir sind raus. Schade. Schade, Mann. Oh, jetzt hab ich nicht gesehen, dass die anderen einen Score hatten. Na gut, exiten wir schnell. Ja. Aber oh, ja, gut, weil die Aufnahme auch so klein ist. Ansonsten würde ich jetzt pennen gehen. Ein arbeitender Mensch bin, aber. Auch, aber ich habe gerade das Glück des Homeoffices. Ja. Ach ja, morgen Freitag wird ein schöner Tag. Ja, Mann. Aber ich habe ja auch eh nur einen 54-Euro-Job momentan. Wenn ich 5 Tage die Woche arbeiten müsste, wird erstmal richtig schlimm, glaube ich. Aber hey. Was hast du? Einen 450-Euro-Job? Ja, so nennt man das. Sehr einfach ein Minijob, weißt du. Ach, im Monat meinst du, oder was? Ja, genau. Das macht man ja nicht. So funktioniert das bei uns. Ich dachte pro Woche, weil ich das pro Woche verdiene. Ich verdiene, glaube ich, echt genauso ungefähr so viel in einer Woche. Ja. Aber gut, du arbeitest ja doch nicht... Ja, jetzt schon. Ja, diese Woche schon, ne? Ja, du musst ja 5 Tage arbeiten, aber wir reden hier von... Ja. Ich arbeite dann 2 Tage. Ja. Genau, und in 2,5 Wochen bin ich arbeitslos. Ja. Heißt, du weißt, auf Big Stones kriege ich erst dann, wenn ich Vollzeit arbeite und oder Angebote schreibe und so. Weil mein Vater hat mal gesagt, dann kriege ich einen Bonus. Weißt du? Schreibst du oder Angebote? Nee, ich auch. Okay, lass uns einfach lesen. Ja. Da kriege ich Stones. Hallöchen, Stones. Hallo. Was ist das für eine Map? Die hatten wir noch nicht, oder? Nee, ne? Was? Eine neue Map? Dass ich das nochmal sehe hier in Folge. Oh nein. Oh nee, ist das? Ja, Mann, ich hab mich voll da durchgelesen. Richtig lame, Mann. Wie kann der so krass sein, dachte ich mir, Alter. Wie macht der das doch immer? Ja, Mann. Alter, echt. Oh mein Gott. So jetzt Coronavirus ist angenehmere Gesellschaft, ist das hier. Bin ich jetzt echt nicht durchgekommen, einfach weil die alle... Oh, ich hab das so super getimt, weil ich jetzt so ein cooler Typ bin. Junge, ich bin jetzt... Alter, ich bin Zweiter. Echt? Ja, ich komme auch ziemlich gut durch, aber zusammen mit allen anderen. Okay, ich bin da. Wir sind Zweiter insgesamt. Ein Punkt Unterschied. Ja, weil der Typ von vor mich ganz klar noch eingeholt. Aber ich bin ja, da so durch. Alter, wir sind echt um einen Punkt nicht erst in Runde. Ich bin so smooth da durchgekommen, ich will. Top 50, du hast Top 20, oder? Ja, du warst ja Zweiter. 20%, ja. Jetzt hast du das Goldene bekommen. Ich hab's denn letzte Folge schon, das Goldene. Man kann ja nicht alles haben, ne? Ja. Kann ja nicht immer der krasseste Mensch auf dem Planeten sein. Nee, ich bin auch noch da. Ja, das ist das Problem, du ziehst mich halt runter. Nein, Spaß. Entschuldigung. Er geht so los bald, pass auf. Alter, ich weil bin... Solo-Kanal. Ich bin einfach JL Solo. Nicht im Wechsel mit Hans. So nennst du ihn einfach, JL Solo. Nicht, ja, aber mit Klammer dann nicht zu wechseln mit Han Solo. Und ich nenne einfach beleidigter TC. Darf TC, der Hass hat ihn. hat ihn gedarft. Ja. Darf er nicht. Well. Okay. Wir kriegen gleich Copyright Strike von, ja. von dir. Von nee, wir dürfen Cover machen. Okay. Star Wars Cover. Da.
Aber ich schwöre, gleich kommt, kommt die Maus wieder und die Maus macht dann. Oh! Goofy! Ich meine Pluto! Nicht Goofy. Pluto! Ich hab keine. Alter, ich bin bei den ersten gerade. Ciao. Ich bin noch nicht bei den ersten. So. Oh, ich bin perfekt durch das Labyrinth gekommen. Oh mein Gott. Nein, Alter, wieso rollt er im Schleim? Okay. Aua. Nein. Aua. Ich komme gerade nicht gut durch. Ich wurde fünfmal getroffen. Hä? Ich bin oben. So, siebter. Ja, ich komme hier durch das Labyrinth gar nicht mehr durch. Irgendwie. Ja, wenn wir den Knopf drücken, dann wechselt das halt schon wieder. Schon klar. Du bist ja ganz am Anfang, Alter. Ja. Ja, einfach durch. Durch die Mitte. Ja, jetzt wieder nach links. Ja. Einfach rein. Mitte, 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 Mitte. Oh. Die Mitte ist halt schnell. Du musst durch die Mitte sogar. Du konntest eben durch die Mitte gehen. Fuck. Ja, ich spring einfach auf. Ja, einfach da durch die Mitte jetzt. Nicht springen. Oh. Oh fuck. Einfach durch die Mitte gehen! Oh, schnell, schnell, schnell! Alter, wo gehst du hin? Nicht die Mitte! Oh, was das ist der Anfang! Alter, das kann nicht schon ernst sein! Da einfach durch! Achso, das geht nicht. Seite. Ja, geh da links. Spring. Oh Gott, ist der dämlich. Spring doch mal drauf. Wir sind durch. Wir sind durch, Leute. Ich hab uns einfach gecarried, weil du einfach geistig behindert bist. Was war das, Junge? Einfach geistig behindert. Oh mein Gott. Junge, ich konnte nicht durch die Mitte, das war ja das Problem. Du konntest schon dreimal durch die Mitte eben. Das war echt, ich war wirklich geil, ich bin halt verrückt. Du musst nicht einfach bei dir bleiben, ja, nee. Ey, komm, ich hab diese schon mal gespielt, kam da super durch. Das machst du nicht gerade besser, ne? Ja, ja, keine Ahnung, weißt du, manchmal ist man ein bisschen braindead, weißt du spielst manchmal, guck mal, manche Maps spielst du manchmal auch, als wärst du halb, also schon gehirntot. Und manche Maps spielst du dann wieder so, als bist du wieder, wärst du wieder ein komplett fähiger Mensch, weißt du? Ja. Er weckt zwar einen falschen Anschein, okay. Aber, ist ja nun mal ein Fakt. So viel Stress bekommst du einfach einander anfangen auszutrasht. Was ist das? Ja. Yeah. Naja, da kommt Gemüse jetzt, das habe ich schon geblickt, aber. Ja, Gemüse ist ungesund, das wissen wir. Und Schokolade. Ah, Schokolade. Schokolade ist richtig gesund, oh mein Gott. Fucking Gemüse. Schon wieder, ich bin schon wieder. Okay. Aber ich glaube, man soll gar nicht springen, ich muss einfach nur rennen. Ja, merkt man daran, dass keiner springt. Da ja, aber dann wird man ja viel zu langsam, holy shit. Nee, es wird ein Grund geben, warum keiner hüpft. Ach so, ich sehe schon. Doch, einer hüpft, ja. Okay, man ist viel schneller, wenn man hüpft. Ja, man ist viel schneller, Alter, hüpft. Ich bin perfekt durchgekommen, ich bin gar nicht getroffen worden. Und jetzt gerade am Ende, wenn ich gerade da bin. Okay. Also durch Hüpfen kommt man viel weiter noch. Ich bin da, Mann. Ich bin Sechster. Wir können es doch schaffen. Wenn ich jetzt keine Frucht mehr triff, dann könnte ich es schaffen, in der Tat. Ja, durch Hüpfen komme ich viel schneller voran. Holy shit. Oh, schaffen wir das? Ah, ist jetzt schwer. Brauchen. Nein. Oh, okay, ja. Ja, kriegen wir noch 5 Punkte? Nein, 3 Punkte. Ah, oh, scheiße. Bro. Nein. Ja gut, da können wir schon exiten. Ja. Jo. Hallo. War ganz in Ordnung. Wir kommen eigentlich immer ziemlich weit jetzt. Man darf ja nicht vergessen, dass viele Leute, die es auch viel spielen, denke ich, ständig rausfliegen am Anfang. Und dass wir sogar weiterkamen, obwohl einer gar nicht ins Ziel gekommen ist. So krass sind wir mittlerweile. Ich hab dich auch schon gecarried, also. Das ist ganz süß von dir. Leute. Hey. Tragt auch Sandalen. Ich weiß nicht, was ich damit sagen will, aber bis zum nächsten Mal. Damit ihr die wunderschönen Füße wundern könnt. Okay, gut. Tschüss. Ciao. Also.